willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer. Ja, das Chaos ist endgültig erwacht und hat uns eingeholt, so fürchte ich fast. Acher und der ewig nervende Auserwählte ist auferstanden und wird uns diese Ländereien hier heimsuchen. Ich hoffe mal, wir können uns irgendwie gut verteidigen. Wir schicken gerade yes. Karl Franz. Was wollten wir nochmal machen? Sorry Leute, die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Ich glaube, wir wollten mit ihm die Vampire angreifen. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt in Angriff nehmen können, während das Chaos hier so stark vertreten ist. Wir haben zwar einen Balthasar Geld, der uns das Chaos hier ein bisschen vom Leibe hält. Hey, es reimt sich. Und die Burg von Rauken ist jetzt auch schon recht gut befestigt. Ist auch eine quasi, haben wir zu einer Provinzhauptstadt aufgerüstet, die wir Mauern drumherum gezogen haben. In Wolfenburg haben wir auch hohe Mauern, also diese Provinzen sind auf jeden Fall gut geschützt gegen das Chaos. Jetzt kommen allerdings hier die Varger. Gegen die, haben wir gegen die gekämpft? Ich glaube ja, die haben wir relativ knapp zurückgeschlagen. Und genau hier wird der Himmel auch schon rot, wenn man Richtung Chaoswüste geht. Und ich fürchte, dass der Acher und der... Wir haben ja gesehen, wie er gespawnt ist. Und der hat eine ganz schön große... Genau, Schlacht von Gorsel. Unsere Streitkräfte haben über den Feind gesiegt. Er rang gegen Fellmann Ingersson von Skelinger einen entscheidenden Sieg. Genau, das war das hier. Die haben wir relativ gut platt gekriegt. So, Schatzmeister Helmut Feuerbach ist auf Rang 3 dadurch aufgestiegen. Wir machen ihn zum Marschierer, wir wollen ihn auch leidenschaftlich haben. Jetzt oh, das sieht ja gar nicht mal so gut aus. The Empire. The Empire. So, Gorsel, ach ja genau, das wollten wir. Gorsel wollten wir auch aufrüsten. Dass wir hier geschützt sind. So, in Marienburg. Färberei, da haben wir schon das ultimative Gebäude. Da wollten wir, wenn wir... Wir verdienen jetzt ja auch wieder einigermaßen gut, was ganz toll ist. So, genau. Karoburg. Altdorf können wir sogar auch irgendwie ausbauen. Ja, hier können wir eine Kathedrale Sigmars errichten. Ansonsten haben wir alles so weit, wie es geht, ausgebaut. Altdorf hat auch jetzt eine Wahnsinnsgarnison, muss man dazu sagen. Also Dampfpanzer sogar. Demigreifen, Ritter, Reichsgarde. Das kann ich, die Demigreifen, Ritter wollte ich ja hier ausbilden. Allerdings braucht man für die, glaube ich, eine Rüstungsschmiede oder sowas in der Richtung. Genau. Und die können wir nur in Marienburg bauen. Aber das ist kein Problem. So, was können wir denn in Karoburg noch? Da können wir unser Einkommen noch ein bisschen steigern. Das ist zwar nicht viel, aber naja, immerhin ein bisschen was, ne? Wir wollen uns ja nicht beklagen. So, beim Karl Franz bin ich mir noch nicht so ganz klar, was ich mache mit ihm. Entweder schicke ich ihn, ich habe hier auch noch eine Armee, fällt mir gerade auf. Zwar nur ein Hans Knahel mit einem Bataillon Bihan-Kämpfer immerhin. Und ich kann hier auch ganz gut rekrutieren in... Ah ja, weil hier auch eine Kaserne ist. Was erforschen wir denn gerade? Imperiale Architekten. Eine sehr coole Forschung. Ja, ich glaube, ich werde ihn gegen die Vampire schicken. Weil jetzt hat hier Avaland so schön sich schon alles geholt. Gut, Schloss Drakenhof. Alter Schwede, verdient es viel. Schloss Tempelhof. Genau, und hier Eichenhammer. Das ist Suffbar. Das sind auch schon die Zwerge.
Ah, sind aber auch schon ganz schön korrumpiert, die Armen. Wie stehe ich denn gerade zu den Vampiren? Wahrscheinlich nicht so gut. Nee. Die Grenzgrafen sind sowieso Arschlöcher. You have a proposal? We are willing to hear it. Aber jetzt möchten sie zumindest mit mir handeln. Nicht-Angriffspakt, militärischer Zugang, alles hoch. Dann können wir ein bisschen Geld dafür fordern. Ein bisschen ist gut. So. Valmir Hofmeister, wir wollen zusammenarbeiten. Na, auf einmal. So, Vampirfürsten Musio. Zwerge. Now then, Manlin. What brings you here this day? So, mit denen werde ich mich logischerweise verbünden. Immer noch hoch. Wow. Karagiren. Karagsiflin, das sind die hier. Den habe ich sogar schon militärisches Bündnis. Ich könnte ein Kriegsziel koordinieren. Ich könnte jetzt die Vampire angreifen. Nee, aber da werde ich jetzt erstmal unseren Imperator schicken. Der darf sich jetzt erstmal nach Nullen reinsetzen. Genau. Karl Franz braucht noch, wobei ich kann ihn eigentlich auch gleich direkt weiterschicken. Ich bin ja in verbündeten Gebiet unterwegs, das heißt, er kriegt auch hier Verstärkung. So, was kann ich in Altdorf? Ach, jetzt kann ich ja, jetzt kann ich es mir leisten. Die Kathedrale Sigmars. Meine ganzen klugen Abkommen, die ich geschlossen habe. So, Balthasar Geld, da muss noch ein bisschen fortgebildet werden. Wir haben aber hier Luminarium des Hüsch drin, wir haben Großkanonen drin. Wir haben recht viele Armbrustschützen. Also ich kann hier auf jeden Fall überall recht gute Truppen ausbilden. Beenden wir mal die Runde und schauen, was passiert. Ein bisschen Angst habe ich ja. Gerade vom Chaos und vor ihren Vasallen. Yeah, peace. For that is all I ever want. Wenn wir schon da ein bisschen Geld rausschlagen können, dann machen wir das auch gleich noch. Oh, ihre wirtschaftliche Macht sehr schwach. Come before me, envoys of Britannia. So, Friedensabkommen. Carcassonne. Mit wem sind denn die im Krieg? Mit mir. Und mit Averland. Aber Frieden sei akzeptiert, ausnahmsweise. Ah, Knoten. Was ist das letzte hier? Ach, das ist... ein War der Grünhäute. Feindliche Heldenaktivität gescheitert. Anhänger verloren. Wechselhafte Winde der Magie. Mal wieder natürlich. Okay, ansonsten ist die Runde nichts Schlimmeres passiert momentan. Ja, hier verpieselt sich wieder. Ich bin schon gespannt, wann... so. Wann wir die... wann wir diese Gebiete von den Typen einreißen können. So, Wolfenburg können wir aufrüsten zur Stadt. Das Einkommen davon ist verdammt niedrig, aber hey. Wir nehmen gerade alles, was wir kriegen können. Let's go. Franz, weiter mit dir im Text. So, hier sieht es soweit ganz gut aus. Ja genau, hier habe ich ja meine Leute verloren.
So, Hans Knarrhelm Castellan Technicus, den habe ich ja leider verloren. Balthasar Geld kann bald zum Patriarchen aufsteigen. Er ist momentan der Erzlektor. So, kriegen wir 9% Korruption. Ja, die Stadt bauen wir jetzt auf jeden Fall mal aus. Vielleicht bekommt sie auch gleich mehr Garnisonen. Seek out the heretics. Step to it. Perfekt. Onwards. So, hier haben wir plus 9, dann haben wir plus 2, plus 18 sogar öffentliche Ordnung durch die Anwesenheit von Balthasar. Marienburg muss erstmal noch wachsen. Momentan hat es 3 Überschuss, es braucht 5, um zur Küstenstadt ausgebaut zu werden. Und dann können wir ja auch endlich den Marienburger Großhafen errichten für 13.500, aber der verdient halt schon echt, der verdient doppelt so viel wie seine zweite Ausbaustufe. Es verdoppelt sich also immer das Einkommen. So, ein Camperbad. Können wir den Tuchmacher bauen. Das sind immer zwar sehr kleine Fische, aber ich bin um quasi jeden Cent, der in meine Staatskasse gespült wird, bin ich dankbar. So. Hier erwartet uns direkt eine Armee. Sogar der Heinrich Kemmler, einer von den legendären Lords. Dann würde ich vielleicht sogar einen noch tückischeren Weg vorschlagen. Oh, über Schwarzhafen, wenn wir gehen, kriegen wir Verschleiß. Dann müssen wir einen Heinrich leider angreifen, fürchte ich. Unförmig. Andreas Fröhlichmann. Arndt Schumacher. Melancholisch, hässlich. Was könnt ihr eigentlich? Otter Knarrhelm. Tollpatschig. Unförmig. Felix Knarrhelm. Kriegerpriester. Magnus Möscher. Der ist eigentlich nicht schlecht. Ein Kriegerpriester. What do you require? Achso. So, den schicken wir dann mal. Ich könnte ihn auch zum Patriarchen machen. Nee, da will Patriarch wird der Balthasar. Praise Sigma. Do not waste my potential. Ja, davon könnte ich auch recht leicht angreifen, glaube ich. Ja, hier sitzt nicht viel drin. Aber ich möchte diese Armee hier nicht. Wobei Bechhafen ist eine Provinzhauptstadt. Das heißt, sie ist leichter zu verteidigen. Wo ist denn Essen? Ist hier. Da hätten sie weit hin. Außerdem ist Bechhafen ist die Ostmark, also ehemaliges Reichsgebiet, korrumpiert von Vampiren. Widerlich. Aber es müssen Feinde abgewehrt werden. Greetings, fellow heirs of Sigma. Kriegbeitritt gegen Carcassonne oder was? Nee, komm. Ich will mal euer Leben. Be at peace.
for that is all I ever want. Kriegsbeitritt gegen Vampire. Okay, jetzt nehme ich an, ich hatte das ja sowieso vor. Friends of the Empire, come. Hä? Gegen Bretonia? Nee. Das macht man nicht. For that is all I ever want. Alle wollen gegen Krieg gegen Bretonia. Und die wollen jetzt Krieg gegen den Rest. Peace, for that is all I ever want. So. Ein militärisches Bündnis. Oh, und hier. Hier kommt er. Archaon, der ewig Auserwählte. Ja, Kislev, ich schließe ein Bündnis mit euch. Mal sehen, wie viel es uns noch bringt. Ernsthaft. Now. Who calls? Okay. So. Krieg heißt es also. What? I am Franz. They will obey. My orders are to move. So be it. So. Gut, dann, meine lieben Freunde, möchte ich ein Kriegsziel festlegen. Stirland, da ihr mich schon in den Krieg mit reingezogen habt. Angriff. Averland, weil ihr eh schon dabei seid. Huch. Ach, die sind gar nicht mit den Vampiren im Krieg. It is good to see fellow sons of the Empire this day. So, Krieg beitreten gegen Vampirfürsten. Niedrig. Nein, Moment. Das, nein, das machen wir nicht, nein. Gut, dann habe ich halt nur die als Verbündete. Dann hoffe ich mal, dass sie aber auch ihre Armeen dann drauf schicken oder ihre Armee. So, im Becherhafen sitzt jetzt eine Armee drin. Verfluchter. Ein Gruftghoul. Vampir-Fledermäuse. So, mit Balthasar habe ich eigentlich eine sehr, sehr starke Streitmacht. Die noch nicht ganz fortgebildet ist. Wie lange braucht er noch? Eine Runde. Das heißt, nächste Runde könnte ich angreifen. Es hilft alles nichts, ein Zwei-Fronten-Krieg ist unvermeidbar. Aber, liebe Freunde, den schauen wir uns erst beim nächsten Mal wieder an, denn wir sind mit diesem Part leider schon am Ende. Ich hoffe natürlich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir volle Geschütze auffahren gegen die Feinde des Imperiums und es wieder heißt, Let's Play Total War Warhammer. Bis dahin, ciao, macht's gut, Freunde, euer Max.